Ich habe gerade nur noch mal das Okay bekommen, dass es tatsächlich geklappt hat, weil ich bin ja so ein Technikheld. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, mein kurz entschlossenes Live anzuschauen. Ich habe das Live "Lebst du dein Leben oder verlebst du es" genannt, weil es ganz oft so ist, dass Menschen die Zeit zwischen Geburt und Tod als eine Last empfinden. Nicht unbedingt das ganze Leben, aber zumindest Teile davon. Und ich möchte dich einfach einladen, dir bewusst zu machen, wo du jetzt gerade stehst und wo du vielleicht eigentlich auch hin möchtest. Mir ist es aufgefallen, dass einige Klienten immer wieder sagen, dass sie von Sonntag auf Montag schlecht schlafen, dass sie da unruhig sind, weil der Alltag dann wieder droht letztendlich schon, oder dass sie den Sonntag gar nicht mehr so richtig zum Wochenende dazugehörig empfinden, weil am nächsten Tag wieder der Alltag kommt. Und das finde ich unglaublich schade, dass wir uns dann in dem Moment oder die Menschen, denen es so geht, so einschneiden und auch trennen von wirklich der Schönheit des Lebens, die es sein kann. Und wie lebst du dein Leben? Wo stehst du jetzt gerade? Bist du in einer glücklichen Beziehung oder bist du in einer unglücklichen Beziehung? Bleibst du vielleicht nur bei deiner Familie der Kinder wegen? Wie ist es mit deinem Job? Liebst du deinen Job? Bist du glücklich dort? Bist du zufrieden oder schleppst du dich am Montag tatsächlich zur Arbeit? Und das sind Bewertungen, die wir da drauflegen. Natürlich fühlst du das in dir. Und wenn du das fühlst und wenn du das so für dich bewertest, dann ist es einfach ganz wichtig, dass du für dich das Ganze auch veränderst. Und was hat jetzt das Leben, dein Leben, vielleicht auch mit einem Maßband zu tun? Ich habe hier ein Maßband. Und wenn wir jetzt das Maßband nehmen und stell dir vor, es ist dein Maßband. Und du schneidest das, wenn du 35 sein solltest, bei 35 ab. Und wenn du älter sein solltest, schneidest du das entsprechend weiter hinten ab. So, und der Rest von dem Maßband, das ist dann schon dein gelebtes Leben. Und der Rest von dem Maßband ist das, was du noch lebst. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht, schneide es hier hinten noch irgendwo an einer Stelle ab, damit du dann eben genau siehst, was vielleicht noch das restliche Maßband ist, weil auch das ist eine Konditionierung. Wenn ich jetzt sagen würde, schneid es dort und dort ab, weil das ist die statistische Lebenszeit einer Frau oder eines Mannes in unserem westlichen Industriestaat hier, ist das eine Konditionierung. Also, nichtsdestotrotz, wie möchtest du die restliche Zeit hier leben? Wie möchtest du dich fühlen? Was möchtest du für Erfahrungen sammeln? Und was für Erlebnisse? Und wenn du irgendwann ganz hinten hier auf der Bettkante sitzt, von der aus du auf dein Leben zurückblickst, auf was für ein Leben möchtest du dann zurückschauen? Wie möchtest du dich dann fühlen? Was möchtest du alles hier drin noch einmal nachempfinden? Und wenn wir ganz nüchtern draufschauen, ist es so, dass unser Leben nichts anderes ist als eine Aneinanderreihung von allen Erlebnissen, die wir gemacht haben. Und was für Erlebnisse möchtest du gemacht haben oder machen? Auf was für Erlebnisse möchtest du zurückblicken? Oder kannst du dich an gar nicht so viel erinnern, weil alles mehr oder weniger immer gleichförmig vor sich hinläuft? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die du dir mal stellen kannst und auch solltest, weil letztendlich ist deine Seele hier. Natürlich, um Erfahrungen zu machen, aber wir sind raus aus der Zeit, wo diese Erfahrungen schmerzhaft sein müssen, wo wir im Seelensumpf stranden und dort kaum mehr rauskommen. Jetzt ist die Zeit dafür, dass wir ganz bewusst in die Leichtigkeit gehen, in die Freude, in die Dankbarkeit. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie wir leben, was füllt unser Herz aus? Was ist Freude in unserem Herzen? Was ist Leid? Was ist schwer? Und wenn wir uns dann überlegen, dass dieses Leid vielleicht auch nur eine Bewertung ist, wie ist das Leben dann
ohne diese Bewertung? Wie fühlt es sich an, wenn du diese menschliche Bewertung runternimmst? Weil es ist letztendlich nichts anderes, dass unsere Bewertungen menschlich sind. Und natürlich hören wir ganz oft, auch unter Menschen, die sehr spirituell leben, naja, das ist doch in Ordnung, du bist doch Mensch, du kannst doch auch mal menschlich sein. Natürlich, in der Dualität können wir das alles wieder zurückholen in die Menschlichkeit. Da ist Neid und da ist Angst und Wut etwas, was dazugehört, was menschlich ist. Wenn wir aber einen Schritt weitergehen, wenn wir in die Einheit wollen, alles eins, wenn wir im Ich Bin sein wollen, wirklich in dieser kraftvollen Energie von Ich Bin, dann sind diese Bewertungen etwas, was uns wieder zurückholt, weil in der Einheit gibt es das nicht. In der Einheit gibt es kein Neid, da gibt es keine Angst, da gibt es keine Wut. Und jetzt kann es sein, dass du denkst, ja, aber ich habe das doch und es ist doch in Ordnung. Und viele sagen auch, ich muss da jetzt einfach mal durch, um weiter zu wachsen. Wirklich? Musst du das wirklich? Oder kannst du das Gefühl, was du in dem Moment hast, einfach nur bewusst wahrnehmen und es für dich transformieren? Gehst du dann nicht auch weiter und erfährst etwas? Überleg einmal, was das mit dir macht, wenn du jetzt dir vielleicht eine Situation vorstellst, wo du neidisch auf jemanden warst. Erstens, was bringt uns selber der Neid, wenn wir neidisch sind? Wir fühlen uns doch nur mies. Und derjenige, auf den wir neidisch sind, kriegt das ja auch nicht ab, der spürt das nicht. Ich meine nicht, dass ich das wünsche, ne? Also überhaupt nicht. Aber was bringt uns selber der Neid? Nichts. Gar nichts. Außer, dass wir uns mies fühlen. Und wenn wir diese Bewertung runternehmen, wenn wir aus dem Herzen heraus auf diese Situation schauen, auch den Menschen aus dem Herzen heraus betrachten, was macht das dann mit dir? Vielleicht hast du eine Situation gerade aktuell, wo du sagst, oh, da fühle ich mich nicht gut, das fühlt sich anstrengend an, schwer an, da geht es mir nicht gut. Hol dir die Situation kurz einen Moment mal her und überleg mal, wie die Bewertungen sind, die du selber aus dem Menschsein darauf legst. Was sind das für Gefühle? Wo in deinem Körper fühlst du das? Vielleicht eine Enge in der Kehle, im Hals, vielleicht ein Herzschmerz, vielleicht auch ein Druck im Magen, Solarplexusbereich. Wo spürst du das? Und wenn du jetzt kurz vielleicht deine Augen schließt, deine Hände auf dein Herz legst, und erst einmal tief atmest, um in deinem Herzen, in deinem Herzraum bei dir anzukommen. Und nimm mal ganz bewusst ein, zwei tiefe Atemzüge. Sehr gut. Und jetzt verbinde dich mit deinem Herzraum. Das heißt, stell dir vor, dass du in deinem Herzraum bist. Wie sieht dein Herzraum aus? Ist er groß? Ist er klein? Welche Farbe hat er? Und versuch nicht, das anatomisch korrekte Herz in deine Gedanken zu bringen. Lass dich einfach leiten, versuch dich darauf einzulassen. Also, wie sieht dein Herzraum aus? Vielleicht hast du ihn eingerichtet. Vielleicht hängen Bilder dort. Vielleicht sind ganz wundervolle, leuchtende, strahlende Edelsteine dort drin. Schau dich einfach um. Und nimm dein Herzraum wahr. Und jetzt durchflute dein Herzraum aus dir heraus mit bedingungsloser Liebe. Wie fühlt sich bedingungslose Liebe an? Und lass diese Liebe aus dem Herzraum heraus immer größer und größer werden. Größer und größer. Fülle dich komplett mit dieser Liebe in deinem Herzraum aus. Und nun schau noch einmal auf die Situation ganz sanft. Bleib in deinem Herzen, bleib bei dir. Wie fühlt sich das jetzt an für dich? Wie fühlt sich die Stelle an, die du vorher gefühlt hast? Ist es noch das gleiche Gefühl oder hat es sich verändert? Und wenn du jetzt sagst, ja gut, jetzt in diesem Moment, okay, ist es ganz okay, da fühle ich mich ganz gut.
Dann gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Geh noch einmal in die Situation hinein. Vielleicht hat sie sich schon ein bisschen verändert. Vielleicht hat sich der Blickwinkel von dir schon ein klein wenig verändern können. Und stell dich jetzt noch einmal direkt vor die Situation. Und wahrscheinlich ist das unangenehm und du willst da gar nicht stehen bleiben. Genau. Geh ein, zwei oder drei Schritte zurück und schau dir aus diesem Abstand die Situation noch einmal an. Und jetzt nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und bitte das Universum oder Gott, wie immer du es nennen möchtest, um das Wunder, was genau den Platz, den Raum, den du jetzt zwischen der Situation und dir gelassen hast, zu füllen, um diesen Raum mit dem Wunder zu füllen, das es jetzt braucht, um die Situation für dich zu klären. Klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen tricky, aber hier geht es darum, ins Vertrauen zu gehen. Ins Vertrauen zu gehen, dass alles gut ist, wie es ist. Und nicht in der Kontrolle zu bleiben. Auch hier haben wir wieder die zwei großen Punkte der Dualität und der Einheit. In der Dualität kontrollieren wir alles. Da wollen wir es in der Hand haben. Da wollen wir wirklich aktiv da dran sein und an allen Stellschrauben schrauben. In der Einheit sind wir im Vertrauen. Da sind wir im Vertrauen, dass das Leben immer für uns ist. Dass alles so ist, wie es gut und richtig für uns ist. Und vielleicht denkst du denn, und wieso fühlt sich mein Leben dann so schwer an? Und wieder eine Bewertung und wieder Dualität. Und das gilt es jetzt, sich wirklich ein bisschen bewusst zu machen. Wann bist du in der Dualität? Wann bist du in der Einheit? Wann bewertest du? Wann fühlt es sich schwer an? Und was kannst du tun, um wieder in die Einheit zu kommen? Und ein großer Schritt ist da wirklich, sich zu überlegen, okay, es ist zwar jetzt menschlich, aber was bringt mir das jetzt wirklich? Bringt mich das weiter? Hilft das der Situation jetzt, dass sie sich verändert? Wenn wir ehrlich sind, nein. Was kann ich also tun, um die Bewertung loszulassen? Um auch hier wieder in die Liebe zu gehen? Weil Liebe ist die Währung der Einheit. Liebe ist die Währung unserer Seele. Also, was kann ich tun, um wieder in die Einheit zu kommen? Und als erstes ist es, sich bewusst zu machen, was hängt da alles dran? Hier ist auch Vergebung und Verzeihen ein ganz wichtiger Punkt. In erster Linie dir selber und dann auch den anderen eventuell Beteiligten, um dann wieder in deine Kraft zu kommen. Wie gesagt, das Maßband. Wie wollen wir unser Leben leben? Wie soll es sich anfühlen, wenn wir irgendwann, wann immer das sein wird, hier hinten stehen? Auf was wollen wir zurückblicken? Und deshalb ist es so schön, wenn wir uns das einmal bewusst machen und auch sagen, okay, ich möchte von jetzt an, dass mein Leben wirklich die Aneinanderreihung von wundervollen Erlebnissen und Erfahrungen ist. Und ich gehe nicht mehr in das tiefe Tal und verbringe mein Leben im Zustand des Ich lebe es ab und dann irgendwann, Gott sei Dank, werde ich erlöst. Die Zeit, die wir hier sind zwischen Geburt und Tod, ist ein Geschenk. Und wir dürfen dieses Geschenk für uns nutzen. Und vielleicht hast du dein Geschenk bisher noch nicht ausgepackt. Dann tu es jetzt. Ziehe sanft an den Geschenkbändern und packe dieses wundervolle Geschenk aus und nehme es in deine Hand. Denn du alleine bist der Schöpfer deines Lebens und du alleine trägst auch die Verantwortung, die Selbstverantwortung dafür, dass es ein erfülltes, erfüllendes Leben ist. Und immer dann, wenn wir das Außen größer machen als das Innen, sind wir in der Dualität und rutschen genau aus diesem wunderschönen Leichtsein heraus. Also überleg dir, wo gibst du dem Außen mehr Raum als deinem Inneren? Und ich denke, wenn du ganz ehrlich bist, ist das in der Regel noch ganz schön viel. Auch ich ertappe mich da immer wieder dabei, wie ich dem Außen mehr Raum gebe als meinem Inneren.
Und dann mache ich mir das bewusst und löse das Thema auf, transformiere es. Und das wünsche ich mir für dich auch, dass du immer mehr aus dem Außen in dein Inneres gehst, dass du dir hier für dein Leben wundervolle Erlebnisse und Erfahrungen kreierst und dass du irgendwann auf ein wirklich erfülltes, erfüllendes Leben zurückblicken kannst. Und lass das alles mal durch dein Herz jetzt bewegen, beweg es durch dein Herz und verbinde dich auch immer wieder mit deinem Herzen, sodass du vielleicht von jetzt an dein Leben wirklich in Liebe, Leichtigkeit und Dankbarkeit leben kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und bis ganz bald, deine Imke.